Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play South Park The Stick of Truth in Kanadaland. Übrigens habe ich inzwischen gemerkt, dass das Spiel ja im Deutschen auch der Untertitel, also Stick of Truth, übersetzt wurde in Stab der Wahrheit. Aber erstens spiele ich hier die englische Version, nicht-europäische Version, die unzensierte Version. Und zum anderen finde ich, Stick of Truth klingt halt auch einfach viel besser. Und ich habe es halt auch die ganze Zeit so genannt, von daher habe ich jetzt keine Lust mehr, das nochmal im Nachhinein zu ändern, obwohl ich ja sonst immer den deutschen Titel des Spiels irgendwie reinschreibe. Ich spiele es ja auch auf Deutsch. Die schießen Laser. Das haben wir bisher noch nie mitbekommen. Okay. Aber ja, ich denke mal, da hat keiner ein Problem mit. Jeder weiß, was gemeint ist. Und dann ist das auch gut so. So, wo sollte ich jetzt hin? Da sollte ich hin. Dann muss ich erstmal diese Schlange besiegen, wie scheint. Diese Schlangen. Eine tot. Zweite halb tot. Oh. Au, düster AIDS! Sie hat mir düster AIDS gegeben. Ich habe düster AIDS. Ich wollte kein düster AIDS. Habe ich das jetzt immer noch? Ich will kein düster AIDS. Have you been to Newfoundland? You won't find better sodomy in all of Canada. Aha, das ist doch schön zu wissen. Da gucke ich doch gleich mal vorbei. Die Musik ist tatsächlich sehr schön, mir gefällt das. Das ist ein schöne Chiptune-Musik. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Bestimmt. Heiliges Mossad-Messer. Heiligschaden hat zwar, aber ist ansonsten so ziemlich schwach. Die Bischofssachen würde ich mir gerne kaufen, damit ich das Set habe. Ja, so bin ich. Sozialisierte Medien. Medizin. Oh, Entschuldigung. Du erhältst 100 dB, wenn du geheilt wirst. Dämonenklaue. Feinde, die im Nahkampf angreifen, leiden bis zu 75 Schaden. Ja, ist jetzt auch nicht mehr so viel inzwischen. So, achso. Ich kann ja nochmal gucken, wie gut das ist, die Bischofssachen, aber ich bezweifle, dass sie wirklich gut sind. Okay, ich habe mehr Rüstung. Ich glaube, die hatte ich sogar schon mal. Kann das sein? Ich verkauf's einfach mal. Verbrauchsgüter will ich hier echt nicht kaufen, weil ich so ein bisschen eingeschränkt im Geld bin. Und ich weiß nicht, wie genau das, ob ich vielleicht Verlust mache beim Umwechseln von amerikanisch in kanadisch, das Geld hier. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe ja auch noch genug Heil-Items. Geh auf, hallo? Banff Canadians are quite religious. Ich möchte da rein, bitte. Banff Canadians are quite religious. Ich will da trotzdem rein. Aha. Das sieht mir aus wie ein Schalter. Ich habe ein Rätsel gelöst. Ich bin ein Rätsellöser. Hohoho. Fühle ich mich schlau. Diskus des Blutens. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Waldläufer. Ich nehme einfach alles mit. Den hatte ich doch auch gesehen in den Sammelobjekten. Irgendwo hier unten. Dass ich den immer... Die Silhouette sah schon so heftig cool aus. Hier. Gut, habe ich den jetzt. Mal sehen, ob er auch vielleicht tatsächlich eine gute Waffe ist. Anscheinend, das Ziel beginnt bei einem perfekten Angriff zu bluten, trifft bis zu zwei zufällige Ziele. Das mag ich nicht so, aber ich mag diese Reihe von Feindensache lieber. Das kann ich dann kontrollierter. Und das ist stark gegen Rüstung. Nee, tut mir leid, meine Fehler, eine Armbrust scheint mir da doch noch sinnvoller für mich. Hallo Bischof. Ich habe Jesus als Begleiter. Ich könnte Jesus beschwören, falls du da Bock drauf hast. Hi. Praise Christ. Praise God. Praise God and Christ. The Prince thinks Canada is a monarchy. But there's other people with opinions, by God. Sorry, what's this? Who the fuck hits a bishop? Ich habe immer noch düster AIDS. Oh oh. Düster AIDS. Schnell bekämpfen. Ich weiß nicht, was es macht. Mein Düster-Aids ist nicht weggegangen? Oh, oh, oh. Wie werde ich mein Düster-Aids nur los?
not what he does. Stan ist zum Glück noch verschont geblieben davon. Und ich denke mal, der Bischof kann einen nicht damit irgendwie infizieren. Hoffe ich. I shall turn the other cheek. Love thy neighbor. Tut mir leid, ich mach das hier nur. Ich möchte mich gar nicht in eure Angelegenheiten einmischen. Ich möchte nur meine eigenen Sachen voranbringen. Ich habe meine eigenen Ziele, die ich verfolgen muss. Und wenn deine Leute sagen, töte mal den Bischof von Banff, dann mache ich das halt. Tut mir leid. Sind bestimmt ein netter Dude. I shall turn the other cheek. Let me get a chance. Okay, okay, whoa, whoa, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. Ich hab die Augen zu und stopp. Sick, dude, I hope that's the last time we have to cut off somebody's balls. Okay, ich hab ihn fertig gemacht. Düster Zepter. Könnt ihr mir gerne schreiben, was vielleicht bei der Alternative passiert wäre? Schaden gegen Düstermonster ist erhöht, ja, aber ist ansonsten recht schwach. Brauche ich nicht, sowas brauche ich nicht. Dumm die Dumm. Dem Bischof geht's gut. Man sollte ihn in nächster Zeit vielleicht einfach nur nicht besuchen. Das muss ja nicht sein. Ich meine, der ist bestimmt auch gestresst und so und hehe. Ich habe nichts damit zu tun. La la la. Ach so, gegen Düster AIDS. Hallo. I see you have you are now cured of dire AIDS. You still have AIDS, but it is no longer dire. It's like Magic Johnson AIDS. Okay. Ah, da oben ist jetzt auch immer meine Anzeige für kanadische Dollar und normale. Ach, das werde ich bestimmt durcheinander bringen, alles. Alles kompliziert hier in Kanada, alles ganz anders. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Der Prinz von Kanada ist jetzt mit uns befreundet. Aber wir werden ihn wohl hintergehen müssen, denn er hält sich nie an seine Absprachen, seine Abmachungen. Der Arsch. Das finde ich nicht gut. Da muss ich irgendwelche unschuldigen Kanadier mal einfach schlagen. Jetzt sollte ich nach Vancouver, richtig? Ja, bleibt ja auch sonst nicht mehr viel anderes übrig. Dumm-di-dumm-dim-dumm. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Das ist doch schön. Ist doch schön, wenn jede Stadt so ihr eigenes Ding hat. Was finden wir hier sonst? Kann ich da vielleicht... Nein. Anscheinend nicht. Ah, hier ist von Terrence und Philip die Hütte. Wir sind in Terrence und Philips Hütte. Vielleicht mal mit dem Drachenschrei. Whoa, dude. Sick, dude. So, muss einfach mal sein. Ich meine, man ist ja nicht oft hier. Wenn man schon mal da ist, dann will man hier auch ordentlich Spaß haben. So, wer ist das da? Becoming the world's 11th most popular sport. Aha, 11 beliebteste also. Das ist ja... Huiuiui. Für so einen Hockeyspieler ist er nicht gerade aggressiv. Aber er ist auch Kanadier. Wer bist du? Welcome to Vancouver, the San Diego of Canada. Ich verstehe. Was ist da? Nichts. Eine Heizung und Rush. Ein paar Anspielungen. Also ich verstehe nicht alles, aber ich verstehe manches, vieles. Kanada sind die Doofen, die Lustigen. The Bishop of Banff is dead. What monster could kill such a wonderful man? Ich weiß auch nicht. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Zauberstab des Erzmagiers. 500 Feuerschaden ist schon krass, aber
Nicht krass genug. Kaputter Schildsticker. Schilde entfernen zusätzlich. Angriffe entfernen zusätzlich 5 Schilde. Ja, aber so oft treffe ich nicht auf Schilde. Nee, tut mir leid. Welcome to Vancouver, the San Diego of Canada. Ich hoffe, dich zu wiederholen. They say that the Duke earned his title by winning a log roll with the last Duke. Aha. Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Uh-huh. Yes, I see. Oh, wow. No, ich hoffe, ich krieg hier Bomben. Yes, come on. Yes, I hate that guy too. Uh-huh. No, I haven't seen that show. Is it good? Oh nein, hier komme ich einfach so durch. Holzfällerbart, Axt des Zerfleischens, Barbarenhelm. Ja, yeah, der Prinz von Kanada ist jetzt mein Freund. Warum nicht? Die Waffe ist nicht sehr gut. 70 Rüstungen, du erhältst Fähigkeit erhöht, wenn du unter 15 TP bist. Perfekter Angriff schwächt die Schilde um 2. Hm. 20 Rüstungen mehr ist schon krass. So, habe ich hier vielleicht irgendwas Neues bekommen? Distanzangriffe fügen 100 mehr Schaden zu. Ja, aber die benutze ich gerade irgendwie nicht so viel. Tut mir leid. 20% mehr Geld. Was war das? Wie viel Prozent ist das? 10%? Ja, 20% ist mehr als 10. Das so viel habe ich verstanden. Kann ich die vielleicht anders einfärben? Das sieht irgendwie... Irgendwie sieht's doof aus. Hm. Es wird nicht besser. Naja. Ist okay. Dumm die dumm. Willst du nicht weiterreden? Das ist schön, wenn du redest. Dann kann ich dich suchen und es wirkt nicht so langweilig, wenn man zuhören kann. Nein. Na gut, dann spreche ich halt mit euch. Wer bist du? Someday maybe I'll be Duke of Vancouver. The Duke of Vancouver is a very busy man. Ich rede trotzdem mit ihm. A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Duke von Vancouver ist jetzt auch mein Freund. Sprich mit den Mönchen. Okay. Ich werde mit den Mönchen sprechen. Das war doch hier jetzt, oder? Soll ich jetzt dahin? Hier ist doch South Office City. Irgendwie, ja. Who are you? Perhaps he is the American everyone is talking about, Terence. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. He knows dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. What is the sound of one anus farting? Now you know. Go on, keep proving yourself to us. Dude, what'd you eat? Hey! Könnt ihr mich nicht mal anerkennen? Ich kann doch hier den hier. Yuck. Go on, keep proving yourself to us. Go on, keep proving yourself to us. Sweet. Dude, what'd you eat? Jetzt erkennt mich doch mal an! What is the sound of one anus farting? Keep proving yourself to us. Now you know. Yuck. Sick, dude. Das war eine komische, creepige Lache von Cartman. Man kann ja mal lesen. Oh, Kanada. Benutze die Furzgranate bei Terrence. Oh, das war falsch. Habe ich das nicht schon? Oh God, he can cop a spell. If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fares? The sneaky squeaker. Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Sie haben mich K.O. gefurzt. Bin ich jetzt in der Matrix? Your magic is impressive, young American. Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency.
Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Here, watch again! Okay. Kriechen. Kriechen, kriechen. That's it! Now let us see how Nagasaki works in battle! These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki! Come on, kid! Nagasaki! Oh. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Ich muss länger gedrückt halten. Und jetzt erst hoch machen. Ich hab zu früh nach oben gedrückt, den rechten Stick. Yay. You did it! Now go out and use your anus for the good of mankind! And don't ever, ever fart on a man's balls. Okay. Dann haben wir das gelernt, dann brauchen wir gar keine Bomben, sondern einfach Nagasaki-Fürze. The more you know. Meine Nase juckt. Ah! Jetzt nicht mehr. Jetzt überlege ich gerade, wo nochmal genau. Irgendwo war was, irgendein großer Stein. Ich weiß aber nicht mehr wo. Hier ist niemand mehr. Entschuldigung. Dann war das wohl woanders. Vielleicht in Winnipeg? Ich glaube schon. Ach nee, in der Höhle war das, glaube ich. Ja, in der Höhle war das. In der Höhle, in der Höhle, in der Höhle. Nein, Bärchen, tut mir leid. Ich bin ja schon in die Höhle gegangen. Wir können ein anderes Mal, beim anderen Mal kämpfen. Ja, ich weiß, wie Nagasaki geht. So, ich... Nagasaki, oder ich lese mal. Wenn du Nagasaki ausgewählt hast, ziehe R nach unten und dann nach oben, um es krummeln zu lassen. Halte R nach oben und bewege L herum, um die Frequenz abzustimmen. Halte L an den Punkt, bis es zerstört ist. Okay. Ich weiß Bescheid. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Die krieg ich so nicht zerstört. Da brauche ich vielleicht eher eine Furzgranate. Ey! Habe ich zuerst angegriffen oder sie? Das sind mir deutlich zu viele. Magie wollte ich gar nicht einsetzen. Ich wollte Aufstampf einsetzen. Das war doch mal ordentlich. Die Schlange, der Düsterwolf und die andere Schlange. Um die kann Stan sich doch gut kümmern. Gegen ihn ist das schwach. Oh, da steht er dann sogar. Das habe ich nie mitbekommen. Ja, kannst du machen. Ich werde mir einen Machttrank reinziehen und nochmal aufstampfen. Ich glaube, ich hatte sogar noch genug Mana. TP. Nee, MP. Ich komme durcheinander. Ich habe zu viele Ressourcen. War's das? Oder hat er noch wer überlebt? Ja, der Düsterbär. Das ging doch. Waren zwar sehr viele Gegner, aber sehr viel konnten die dann aber auch nicht. Ich glaube, jetzt habe ich hier alles. Hä? So. Wir werden ihn retten. Kanadischer Schatz habe ich bekommen und die barbaren Rüstung. Philip und Terence sind jetzt meine neuen Freunde. Yay! Fügt 110 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Das sind 20 mehr. Du erhältst Angriff erhöht zu Beginn eines Kampfes. Du erhältst 1 MP, wenn du einen Debuff, einen Feind debuffst. Du erhältst Angriff erhöht zu Beginn. Das finde ich besser. Da muss ich mich jetzt nicht mal drum irgendwie lang überlegen. Das finde ich einfach besser. Angriffe mit Nahkampfwaffen fügen zwar zusätzlichen Schaden hinzu. Ist hier sonst noch was neu? Du erhältst, nee. 5 MP finde ich halt super uninteressant. 15, wenn du... Nee, das ist mir egal. Die MP-Sachen auch. Ich kann jetzt an den Symbolen ja erkennen, wo was ist. Hier ist Geld.
22 Schaden, klingt gut. Hier noch vielleicht irgendwas Schönes. Wurfwaffen benutze ich gar nicht. 7 Rüstungen und so. Nee. Nee, dann nehme ich 200 zusätzlichen Schaden. Und färbe auch das. Ich will so einen ganz weißen Umhang oder einen schwarzen. Vielleicht sowas. Na, ist doch schick. Habe ich bei den anderen eigentlich auch die Sekundärfarben? Nee, habe ich nicht gemacht. Kann ich aber machen. Ah, der hat nur primär. Okay. Dann hätten wir das. Bevor wir reden, Sir. Good Sir. So, jetzt können wir reden. Ich wollte erstmal alles reinigen. Je suis libre! Je suis libre! Oh. Ne vous besoin de quelque chose traduit? Okay. Cela se traduit par cela. Cela se traduit par cela. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Prinzessin von Kanada und der Minister von Montreal sind unsere Freunde. Questerfield, oh Canada. Oh Canada. Neue Nachricht von Prinzessin Kanada. Prinzessin von Kanada. Du bist ein wahrer Held. Ein wahrer Held Kanadas. Und jetzt soll ich die übersetzte Version rüberbringen. Ey, warum greift mich jetzt so ein scheiß Wolf an? Zwei davon sogar. Scheiße. Ups. Ah, ich hab's wieder beide Male zu früh gemacht. Komm hier. Einfach schön Schaden raushauen. Stan macht dann noch hier so ein bisschen Rundumschaden. Und ich kümmere mich um den verbliebenen Düsterbär. Mit einem kräftigen 9000 Schadenschlag. Ihr könnt mir gar nichts, ich bin ein Barbar. Zumindest habe ich diese Rüstung. Die Barbarenrüstung. So, damit verlassen wir Kanada. Fürs Erste. Vielleicht kommen wir nochmal irgendwann wieder. Wer weiß, wer weiß. Einfach runtergehen. Oh, gerade wollte ich eigentlich nicht kämpfen. Gerade wollte ich runtergehen, weil ich den Part beenden wollte. Weil er schon lang genug ist. No way, dude. Aber hey, komm. So ein paar Nazi-Zombies, mit denen werde ich doch noch fertig. Nun eure Schule. Stolzer Ergebenheit. Stan kann nur den Vorderen angreifen. Was ein Scheiß. Yeah. Da kann ich ja auch, glaube ich. Oh. Mit einem Schlag. Nice, den torkelnden Nazi-Zombie umgehauen. Dann will ich sie aber auch noch plündern. Also so geht das ja nicht. Wenn ich schon kämpfe, will ich auch Loot haben. Es würde ein Frevel sein. Ja, jetzt bin ich euch davon gerannt. Ihr dummen Nazi-Zombies. So, und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit South Park für Stick of Truth und mir, eurem Vogel. Macht's gut. Tschüss.